Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1800, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht wieder weiter. Wir wollen hier die Eisenproduktion an den Start kriegen und holen dafür gerade mal noch ein paar Steine jetzt da hoch, weil ich glaube, das nervt mich sonst. Wobei, wir müssten ja eigentlich auch jeden Moment kommen. Und dann werden die wieder nur zurücktransportiert. Eigentlich auch sinnlos. Machen wir jetzt zwei Steinchen hier. Eine Doppel ist ja auch hier, ne? Doppelproduktion. Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall auch erstmal, denke ich, genug Eisen. Wir müssten vielleicht noch Stahlträger produzieren. Das wäre vielleicht nicht allzu scheiße. So, die müssten jetzt alle laufen, oder? Fehlt irgendwas. Zwei davon, zwei oder vier. So, eigentlich dürfte das jetzt anfangen zu laufen. Das heißt, wir müssen mal gerade die Route von ihm hier noch ändern. Ne, so nicht. Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Wir wären mal alles weg. Alles weg. So, hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist 4. So, im Auland lädst du gar nichts ein. Hier in Stockfisk lädst du Stahl ein. Genauso wie hier. Stahl. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ob das reicht. Auf jeden Fall, hier lädst du auch Stahl. Und heute... Warte mal, dann machst du in Stockfisk machst du nochmal Stahl. So. Und das entlädst du alles in Auenland. So, das muss ja erstmal reichen, ne? Annehmen. Gut. Denn hier gibt es jetzt auf jeden Fall Stahl. Das ist nur die Frage. Soll ich hier nochmal... zwei... Ich glaube, für die Zukunft ist das nicht schlecht. In der Zukunft ist das nicht schlecht, wenn hier auch noch Stahlbarren produziert werden. Das machen wir jetzt. Händler Kai, geil. Das kann man schon mal festhalten. Und dann warten wir mal ab. Also da müsste jetzt eigentlich dann hier demnächst wieder genug Stahl da sein. Und dann können wir aber noch, müssen wir noch gerade sagen, hier bei der Route nimmst du auch in Stockfisk, nimmst du auch Stahlträger mit, die du hier entlädst. Müsste passen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wohin? Ach so, hier immer noch. Ja. Besser geht immer. Scheiße, jetzt kein Holz mehr jetzt. Machen wir gerade mal eine Holzindustrie hier an den Start bringen. Die ich jetzt da die ganze Zeit hinliefern muss. Ihr Hafen wird angegriffen. Na, der ist wieder dran, ne? Jetzt holt er sich die aber hier. Die Insel wird angegriffen. Das ist halt alles scheiße, wenn er sich Inseln holt, ist immer kacke. Ganz einfach, weil da baut er da die Querdas hin und dann dauert das, bis ich die eingenommen habe und gibt Verluste. Das muss doch nicht sein. Nichts mehr. Flotte segelt in Formation. Wir segeln da direkt mal mit allem hin, wenn wir direkt wieder einnehmen können, ehe der da irgendwas dicke Bertha-mäßiges hinbaut. Denn das muss tatsächlich nicht sein. Bereit für neue Befehle.
Ihr seht schon, dass echt irgendwie langsam auch. Ihre Leute halten nicht mehr lange stand. Es ein bisschen knapp wird, was Arbeiter und so angeht. Ich gleich hier einen Triumph. So. Und wir bräuchten hier eventuell. Einen kompletten Neuanfang. Halt deinen Rand. Ein paar. Ah, alles Schöne bleibt unter einem undurchdringlichen Dunstschleier verborgen. So. Welche war das hier? Das war das, ne? Wir fahren da mal hin. Und ich werde hier nicht angreifen, weil hier, wie gesagt, hier ist dicke Bärde am Start, oder? Wo ist denn hier überhaupt der Hafen? Hä? Ach, da oben. Naja, hier ist dicke Bärde. 1, 2, 1, 2, 3. Kleine Kanonentürme, einige. 2. Ja. Warten wir mal ab. Ich muss hier die Fabrik, die muss auch wieder anfangen. Die Rohre sind leer und warten auf Durchlauf. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Neue Lieferung. Damit wir hier schwere Geschütze an den Start kriegen. Das musste jetzt in Druck gehen. Das Schiff war ihr Sarg. Mit der bin ich gut drauf. Aber hier bräuchte ich echt mal irgendwie eine Aufgabe. Hast du nicht mal eine? Ich lasse sie es wissen, sobald ich etwas habe. Wahrscheinlich. Mal immerhin. Kann ich dann eigentlich bei ihr? Kann ich handeln, ne? Oh, die hat Gold. Von meiner Liste. Und die hat schwere Geschütze. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Seit wann können die das hier? Das können die nur im Dorf. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Nervt ja. Admiral, aber was wollte ich hier eigentlich? Was wollte ich hier bauen? Noch eine Goldmine oder was? Egal, wir holen Steine runter. Volle Segel! Könnte durchaus noch eine Goldmine hier vertragen. Was ein dichter Dschungel hier. Mein Lieber. Ciao! Er müsste halt nach Möglichkeit immer das hier zuerst angreifen. Das wäre immer ganz gut. Weil, wie gesagt, er hat 6000 Leben und die haben nur 4000 Leben. So, jetzt möchte ich mal gerade gucken, macht mein. Ja, der bringt jetzt mal schön Stahl ran. 80 Tonnen Stahl da schon am Start. Ei, ei. Jede Insel ist fertig, oder? Muss ich ja noch irgendwas tun? Bruder. Hier fehlt es uns an. Das Material warum? Aus. Achtung, der wird nicht zu schnell wird nicht schnell genug geliefert, höchstwahrscheinlich. Machen wir es so, damit da direkt zack, zack ist. Und hier fehlt es immer noch. Ja, und das hier wird dann in 25 Minuten direkt wieder attackiert. Da hilft ja nichts. In die Takelage! Ich glaube, wenn wir noch zwei weitere Schlachtschiffe haben, dann würde ich es nochmal versuchen, oder? Ich glaube, dann würde ich es nochmal versuchen, deine dicken Bärtas anzugreifen. Zwei können wir uns auf jeden Fall ja noch leisten. Die Kanonen, ne?
weil die ihr nicht haben. Ich meine, theoretisch könnte ich auch einfach mir welche bei ihr holen. Koordinaten eingezeichnet. Geld haben wir ja. Das ist jetzt nicht das Problem, ne? Irgendwas wird hier angegriffen. Ganz guter Standort hier. Sind unterwegs. Nur Schrott. Man zerreißt sich über ihre Unfähigkeit. Man zerreißt gleich dich, mein lieber Freund. Man zerreißt dich sowas von. Könnte auch natürlich Gold holen, aber das wäre ja dann nur gelogenes Gold. Ein betrogen gelogenes Gold. Übrigens, wir haben 8 Uhren gerade. Gerade nochmal in die neue Welt gucken. Wie sieht es da mit den Ponchos aus hier auf der Insel? Und wir haben auch 10. Aber habe ich die noch gar nicht gebaut. Neue Befehle? Kann ich hier upgraden ein bisschen jetzt wieder? Ist der Poncho? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Jetzt ist wieder das Essen. Wie viel Essen ist denn hier jetzt da? Banana? Muss, glaube ich, meine Banana-Unterstützung nochmal erweitern hier. Schon ordentlich, ne, was die hier wegfuttern. Das muss man auch mal sagen. Wie soll das denn bitte werden, wenn ich Cap Trelawney besiedle, ey? Ich bin jetzt schon fast alle Inseln durch, weißt du, und hab da meine kleine Stadt da irgendwie hier am Laufen. Ja? Das passt ja 20 Mal auf Cap Trelawney da. Nach Königsberg. Das ist doch krass. Ich bin echt gespannt, ne? Also ich werde hier nur Produktion. Die alte Welt, komplett nur Produktion. Ja? Kann man Pendlerkaie über Welten hinaus? Wenn nicht, haben wir ein riesiges Problem. Dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Das wird noch spannend alles. Das wird noch spannend. In die Takelage! Sind jetzt hier eigentlich alle Schiffe, die ich habe, alle Kriegsschiffe, meine ich jetzt? Oder dümpelt noch irgendwo was rum? Ich glaube, eins haben wir noch in der neuen Welt, ne? Eins haben wir noch in der neuen Welt. Das bleibt auch hier. Da ist er nämlich schon wieder. Einen kleinen und mit einer Fregatte. Nee. Das wird hier bleiben. Mehr als bereit. Mal die Goldmine hier. Kann man mal ausbauen. Und jetzt haben wir 87 zu wenig. Mir fehlt es wieder an Ponchos. Ist doch nicht wahr. Hallo? So, noch eine Poncho-Farm, liebe Freunde.
Journaleros brauchen wir auch. Sarada, irgendwie habe ich gerade gedacht, da hat ein Schiff von mir gefreckt, aber ist nicht. Hier ist das eigentlich wieder. Das wird langsam, ne? Streiken die ja einfach mittlerweile. Ach du je, das ist ja schon ausgeweitet, das Streik hier. Kommt das mal in den Griff da, liebe Freunde. Warte mal, hier, der ist auch angekommen. Was kosten denn bitte? Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Das ist schon nicht unteuer, ne? 1,2 Millionen einfach. Weißt du was? Nö. Wobei, ich brauche das Geld nicht. Geht dann schneller alles, ne? Mach mal. Jetzt komm hier, 50 schwere Geschütze hier mal rangekarrt. Was soll denn der Geiz? Was soll denn der Geiz? Was wir die hergestellt haben, haben wir halt auch übermorgen, weißt du? Und das muss ja nicht sein. Wie viel haben wir denn schon hergestellt jetzt in der Zeit? Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Da, 7. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Jetzt hier. Ein Feuer ist ausgebrochen. Weißt du, da. So nervig. Ist das nervig. Oh nein, ist das nervig. Da gehst du halt mit deinem Schiff mal gerade weg und dann kommt er direkt da wieder um die Ecke, weißt du? Achtung, Admiral anwesend. Ach, ist das nervig. Aber neu. Zerstört. Ein Schiff hat er bis jetzt zerstört, ne? Ja. Das ist ja ein nerviger Scheiß, ne? Der Streit wurde beendet. Warum schießt der nicht? Bereit für den. Bleibst du mal bitte hier im Hafen? Der ist schon beendet? Warum kann ich nicht an den Ort springen? Man weiß es nicht. Unsere Bilanz ist das erste Mal echt besorgniserregend niedrig gerade irgendwie. Will der angreifen oder was will der hier? Ganz ehrlich, ich kann auch einfach sagen hier, Freundchen. Noch übrig von der Speiserolle. Wo ist die dicke Bertha eigentlich? Schiff unter Beschuss. Schiff wurde zerstört. Ich dachte, es würde gerettet. Das kostet 14 Einfluss. Gar keinen Fall bei uns. Was will er denn jetzt hier? Ihr Hafen wird angegriffen. Oh Mann, ey. Schießen jetzt nicht direkt, oder was? Bereit für den Einsatz. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Flaggschiff steht zu dir. Wäre es wohl klar geworden, dass du zu tun bist. Ihre Insel wird angegriffen.
wäre es jetzt noch, die 50 Dinger da zu verlieren, ne? Ach, Leute, ey. Es geht wieder drunter und drüber. Und wie langsam sind die eigentlich da unterwegs, ey? Pff. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir, wie es hier weitergeht. Ich glaube, wie viel wurden, 2 Schiffe wurden zerstört, oder? Da muss ich doch das hier wieder bauen. Ich hatte gerade gedacht, es wäre nur 1 zerstört, aber es sind 2. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Anno 1800. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann geht's hier weiter. Es geht weiter, es geht immer weiter. Ciao, Leute, macht's gut. Euer Willi.